Hallo Leute, es geht weiter mit einem weiteren Karmesin und Purpur 151 Produkt, und zwar die Simsala EX Kollektion. So sieht sie aus, kleine unscheinbare Box. Enthalten sind drei Promokarten, wobei nur, glaube ich, eine den offiziellen Blackstar Promo Stamp hat. Aber trotz allem sehr, sehr cool. Vier Booster Packs außerdem noch enthalten hier mit 151, was ich auch ziemlich nice finde. Wir gucken uns die Rückseite mal an, da ist er hier. Pokémon Nummer 65. Greife von der Bank aus an mit Simsala EX. Simsala EX treibt deinen Gegner in den Wahnsinn, indem es von der Bank aus angreift. Nachdem es sich aus Abra und Kadabra entwickelt hat, zeigt dieses furchterregende Pokémon EX seine Psychomächte, egal wo es sich auf dem Schlachtfeld befindet. Die Kollektion enthält bla bla, eine holographische Promokarte mit Simsala EX, eine holographische Karte mit Kadabra und eine holographische Karte mit Abra, genau. Und keine Promos. Vier Booster Packs der Pokémon, Sammelkartenspielerweiterung, Karmesin und Purpur 151 und eine Codekarte. So, genau. Keine Oversized Karte, deswegen eine kleinere Box, aber reicht ja auch. So, machen wir das Ganze mal auf und schauen mal rein. Sofern es aufgeht, doch, da geht's auf. So, das ist Pappe, kann weg. Und dann haben wir hier das Plastikteil. Na, komm schon. Noch. Was ist denn da los? Wo hängt es denn jetzt? Jetzt haben wir es. Okay. Jetzt kurz gucken, die Codekarte. So. Codekarte ist da. So. Also, dann haben wir hier dann Simsala EX mit der Promokarte hier, Nummer 50 ist das, SVP.de 50, Simsala EX 310 KP, mit Gedankenstoß 90 plus und Dimensionshand 120. Und hier, diese Attacke fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Und Dimensionshand, diese Attacke kann auch eingesetzt werden, wenn sich dieses Pokémon auf der Bank befindet. Das ist spannend, auf jeden Fall. So, dann haben wir noch Abra und Kadabra. Ja, das sind halt mit so einer speziellen Polierung hier. Aber es sind ganz normale Karten aus dem 151-Set. Halt nur eben mit einem speziellen Foil. Wobei, offensichtlich hat nur das Kadabra das Foil, oder? Das Abra das auch? Das sieht, aber sieht mir normal aus. Ah, nee, doch nicht da. Da sieht man, doch, jetzt sieht man es glitzern. War nicht ganz so offensichtlich wie bei dem Kadabra. Okay, also drei Karten. Jetzt wird es interessant, denn wir haben die vier Booster noch, denn es fehlen ja noch diverse Karten, und mal gucken, ob wir die hier kommen und vielleicht auch sogar den einen oder anderen coolen Hit dabei haben. So, First Pack Magic, los geht's. Pokémon 151. So, Codekarte geht auf die Seite. Energie nach vorne und ich sage Psycho. Elektro. Dann hätten wir hier ein Pikachu, Porenta, Mushas, ein antikes Helix-Fossil, ein Radweg, ein Sichlor, ein Glutexo, dann die vom ersten Reverse-Slot ein Alpollo in Reverse, dann ein Shilluk in Reverse und schließlich ein Rosana EX mit zwei silbernen Sternen oder zwei goldene Sterne. Egal, entweder ist es eine Ultra Rare und Special Illustration Rare, auf jeden Fall eine coole Karte. Rosana EX, Karte Nummer 191. Ja, nice. So, mal gucken, ich habe hier irgendwo auch Hüllen liegen. Nehmen wir die hier. Dann tüten wir das Rosana nämlich gleich ein. So. Und zack. Ein Rosana EX. Sehr schön. Erstes Pack, erster Hit. Dann weiter geht's. Zweites Pack. So. Gut, Karte geht auf die Seite. Energie nach vorne. Und ich sage jetzt Wasser. Nein, wir haben Pflanze, und zwar eine Holo
Energiekarte. Pflanzenenergie Holo. Ich habe jetzt letztens gesehen, die anderen Holo-Energiekarten, die ich hatte, die haben Swirls drauf gehabt. Hier sehe ich jetzt leider keinen diesmal. Schade. Die anderen haben richtig geile Swirls teilweise. Nee, scheinbar diesmal nicht. Na gut, okay. Also eine Energiekarte in Holo. Nur Vulpix. Magnetilo. Raupi. Evoli. Arcani. Kingla. Relaxo. Dann haben wir ein Magnetilo im ersten Reverse Slot. Ein Rattan im zweiten Reverse Slot. Und. Jawoll! Ein Arbok EX. Als Rare-Karte. Also das ist ein Rare-Slot. Das ist eine Double Rare, sind die EX-Karten ja. Zwei schwarze Sterne. So. Arbok EX. 170 KP, anbinden und bedrohliche Fänge. So. Ja, cool. Sehr geil. So kann es weitergehen. Zwei Booster, zwei Hits. Sehr, sehr gut. Ich befürchte aber, dass wir jetzt dann in diesem Booster das erste ohne Hit bekommen werden, weil das wäre ja genial, am Ende sogar aus jedem einen Hit zu bekommen. Aber schauen wir mal. Ich sage diesmal Finsternis. Naja, jetzt haben wir Psycho. Dann haben wir ein Myrapla. Menki. Mauzi ist ein süßes Artwork. Ein Owei. Mashok. Yugong. Nokchan. Auf dem ersten Reverse-Slot ein Taubsi. Ein Aquana auf dem zweiten Reverse-Slot. Und auf dem Rare-Slot haben wir. Ja, geil! Ein Knuddel auf EX. Was ist los? Noch eine EX-Karte. Ja, werden wir jetzt am Ende sogar noch im letzten Booster auch noch einen Hit haben? Vier Booster, vier Hits. Bisher drei Booster, drei Hits. Und beziehungsweise, wenn man die Reverse- oder die Holo-Energiekarte hier mitzählt, sind sogar vier Hits. Ja, mal, ja, cool, ey. Also, bisher, top. Ich meine, es sind zwar nur zwei EX-Karten, aber trotz allem. Ich habe ja schon Videos gesehen, da haben die Leute echt ja nur Bruch drin gehabt. Von daher ist das ja richtig gut mit der EX-Karte. So, jetzt sage ich zum Schluss Feuer. Ne, Psycho. Naja. Tauboga. Magma. Mushas. Knofensa. Ne, das sind zwei. Erikas Einladung. Magneton. Nidoqueen. Dann erster Reverse Slot hätten wir ein Nokchan. Auf dem zweiten Reverse Slot. Oh, ein Nidoking. Als Illustration Rare. Nice. 170 KP. Fähigkeit enthusiastischer König und giftiger Einschlag ist die Attacke. Also ein vierter Hit, viertes Booster, vierter Hit. Haben wir vielleicht sogar einen Doppelhit in diesem vierten Booster. Und wir haben... Nein, ist nur in Anführungszeichen ein Starmi. So gesehen sogar die erste normale Rare-Karte in diesem Unpacking hier, muss ich sagen. Ist ja der Wahnsinn. Weil bisher war auf dem Rare-Slot immer was Besonderes. Mindestens eine X-Karte. Und diesmal haben wir zwar nur eine Rare-Karte, dafür aber eine Illustration Rare auf dem zweiten Reverse Slot gehabt. Also, vier Booster, vier Hits, Rossana EX, Arbok EX, Knuddeluff EX und Nidoking in Illustration Rare, sowie noch hier die Pflanzenenergie Holo und natürlich nicht zu vergessen die Promokarten, das ist also die Promokarte und die beiden anderen Special Cards hier. Ich sage mal, echt, der Effekt wird von der ersten Karte ganz schwach zu stärker und natürlich hier dann die EX-Karte natürlich einen ganz krassen Effekt dann. Jo, nicht schlecht, nicht schlecht. Jo, das also zu diesem Unpacking. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Simsala EX-Box. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr euch die Box auch gekauft? Wie hat sie bei euch gekönnt? Was habt ihr generell so für 151-Produkte euch zugelegt? Ja. Hattet ihr schon gute Hits drin? Wenn ja, schreibt mir gerne mal welche in die Kommentare. Auch wenn nein, könnt ihr mir gerne reinschreiben, dass ihr bis jetzt nur Bruch drin hattet, sag ich mal, oder vielleicht auch nicht ganz so viele Hits etc. Schreibt mir das gerne mal rein. Ansonsten auch gerne, wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und
ja, Kanal abonnieren ist auch immer gern gesehen, wenn nicht schon getan. Das kostet nichts, tut auch gar nicht weh und hilft mir enorm weiter. Von daher macht das gerne. Und ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.